Diese Bilder kennen wir alle. Man hat teilweise den Eindruck, es ist wirklich, als wären wir irgendwo in der Wüste. Unglaubliche Hitze. Was ich immer faszinierend finde, ist, wenn man so eine Straße entlang schaut und am Ende der Straße dieses Flackern kommt, ja, so richtiges Hitzeflackern, dann weiß ich, wow, wir befinden uns im Hochsommer. Dieses Jahr sehr, sehr früh. Wir sind gerade am Anfang. Das heißt, wir haben mindestens noch 3 Monate haben wir mit diesen Hitzeverhältnissen zu kämpfen. Ich finde es sehr angenehm, wenn schönes Wetter ist. Sei auch den Kindern gegönnt, wenn es jetzt bald in die Schulferien geht, dann kann man, auch wenn man nicht in Urlaub ist, mal schöne Tage im Schwimmbad verbringen. Aber es gibt immer Punkte, an die man dann kommt und man sagt, jetzt ist es mir einfach zu heiß. Und dann helfen nur 2 Sachen, nämlich einmal viel trinken. Das sollten Sie auch unbedingt machen, aber keine alkoholischen Getränke, sondern Wasser. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck und ab und zu mal kleine Kühloasen, die ich mir schaffen kann. Und das auch unterwegs oder zu Hause. Und ich habe Ihnen jetzt hier ein paar Vorschläge. Das erste ist so einfach, dass es schon wieder genial ist. Ein Kugelschreiber, den wir ja alle brauchen. Hier einfach mal den Einkaufszettel schreiben oder ähnliches. Oder auch im Büro sitzen und Sachen notieren. Und es wird halt auch bei den kleinsten Tätigkeiten sofort heiß. Und jetzt drücke ich einfach auf das kleine Knöpfchen an meinem Kugelschreiber. Und was habe ich dann? Einen Ventilator, der mir hier überraschend viel Frischluft spendet, also die Luft um mich herum bewegt. Und dadurch habe ich ein sehr, sehr kühlendes Gefühl auf der Haut. Das ist ausschließlich für mich selber. Das heißt, ich belästige auch niemanden drumherum mit irgendwelchen starken Windzügen, sondern ich hole mir diese Erfrischung, wann immer ich sie brauche. Schön natürlich auch diese Klemme, so passt das gerne mal auch in die Hemdtasche oder irgendwo anders hin. Und jetzt sehen Sie hier diese Ventilatorflügel. Das ist weiches Silikon, also auch hier ist ja ein offener Ventilator. Ist es natürlich wichtig, dass hier der Motor nicht stark ist, dass überhaupt keine Verletzungsgefahr besteht. Auch nicht bei Kindern oder Haustieren, die hier reinkommen könnten, überhaupt keine Gefahr. Auch, wie ich finde, ein sehr, sehr griffiger Kugelschreiber, der ein schönes Schriftbild hat. Aber das ist für mich jetzt hier absolut nur ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist, dass ich jederzeit den Kugelschreiber aus der Tasche nehmen kann, die Ventilatorstation anmachen und mich dann einfach mal erfrischen. Das ist einfach so eine klasse Sache. Und ich glaube, so eine Erfrischung ist oftmals in Geld gar nicht auszudrücken, was mir das wert ist. Hier der Preis, der ist sehr übersichtlich. 4,66 Euro übrigens. Der Kugelschreiber ist aus einem robusten Metallgehäuse, also sehr gut verarbeitet. Und dann haben wir einen kleinen Motor drin und der sorgt für die nötige Erfrischung, die ich ab und zu mal brauche. Einfach so mal an die Stirn oder am Hals entlang und sich einfach ein klein wenig erfrischen. Die Bestellnummer für diesen tollen Kugelschreiber der anderen Art ist die PE 1786 und die 569 und der Preis 4,66 Euro. Eine richtig klasse Sache, wie ich finde. Kugelschreiber und Ventilator in einem. Und ich komme fast nicht mehr raus hier, mich weiterhin zu erfrischen. Weil wir haben selbst trotz Klimaanlage, wir haben unsere Studios natürlich hier klimatisiert, ist trotzdem noch eine unglaubliche Wärme hier drin. Man braucht das ab und zu mal hier so eine kleine Erfrischung. Aber das ist nicht das Einzige, was wir jetzt für die Hand machen können, sondern ich habe Ihnen auch noch was Zweites, was in jede Tasche reinpasst, mitgebracht. Und da sehen Sie schon. Ich muss sagen, da habe ich schon richtig neidische Blicke geerntet mit diesem Artikel. Es ist ebenfalls ein Handventilator, den ich mir jetzt in die Hand nehme. Sie sehen, klein und richtig pfiffig, wird batteriebetrieben. Da sehen wir es auch, ist ja ein transparentes Gehäuse, hat 2 Doppel-A-Batterien intern. So, das nehme ich jetzt einfach mit. Egal, ob ich irgendwo zu einem Hock gehe, zu einer Veranstaltung oder vielleicht auf den Sportplatz. Und immer, wenn es mir zu warm wird, dann mache ich den Ventilator an und gehe einfach hier an
meinen Hals und erfrische mich. Letztes Jahr, also ich bin Sportclub Freiburg-Fan, also ja, ich denke, die meisten kennen den. Und da war ich letztes Jahr im Hochsommer mal auf dem Stadion, also im Stadion auf der Haupttribüne gesessen und guck mir das Spiel an. Und es war unglaublich heiß. Ich habe mich schon gewundert, wie die Profifußballer diese Hitze aushalten. Aber das sind halt Profis. Aber ich habe dann meinen Ventilator dabei gehabt, habe den eingeschaltet und habe dann gedacht, ach wunderschön, dass es so eine schöne Erfindung gibt. Links und rechts von mir und auch vor und hinter mir, die waren alle so neidisch, weil man hat es gesehen, man hat sich die überhaupt nicht bewegen müssen, hatte man schon Schweiß im Gesicht und überall. Und dann kommt so eine kleine Erfrischung, genau richtig, einfach mal dort rein, wo es richtig gut tut. Und das für 2,76 €. Dann kommen die Batterien noch dazu. Aber wenn Sie mal in unserem Programm verfolgen, hier natürlich haben wir die auch sehr, sehr günstig. Und Doppel-A-Batterien halten hier auch übrigens sehr, sehr lange. Und hier spielt auch wieder die Sicherheit eine Rolle, weil das ist ein Objekt, mit dem auch Kinder, wenn sie sehen, spielen wollen, dürfen sie auch, weil sie sehen, das ist ein sehr, sehr flexibler Ventilator. Da kann überhaupt nichts passieren. Ich mache das gerne auch mal an meine Wange, weil da sind wir normalerweise empfindlich. Sehen Sie das? Da passiert überhaupt nichts. Also überhaupt keine Gefahr. Ich schalte ihn jetzt noch mal aus, dann sehen wir, wie weich und flexibel diese Rotorblätter sind. Und dementsprechend auch hier null Verletzungsgefahr. Das dürfen Sie jederzeit auch Kindern in die Hand geben. Und auch die können sich dann effektiv damit kühlen. Das ist so ein Objekt, das möchte man nicht mehr hergeben. Einfach mal, es gibt so viele Situationen. Vielleicht auch, wenn man beim Wandern ist. Man ist irgendwo auf einem Konzert, bei einem Frühschoppenkonzert. Man ist auf einer Ausstellung. Ich war zum Beispiel auch am letzten Sonntag, ist also noch gar nicht so lange her, auf einem Mittelaltermarkt. Und da war alles in der prallen Sonne. Ja, und da war ich froh, dass ich meinen kleinen Ventilator dabei hatte, weil damit konnte ich mir jederzeit Frischluft zuschustern. Die Bestellnummer ist die NC3947 und die 569 2,76 €. Und ich würde Ihnen empfehlen, bestellen Sie gleich mehrere davon, weil wenn Ihre Freunde das sehen, vom Wanderverein oder wo auch immer Sie unterwegs sind, dann sagen Sie, oh, sowas möchte ich auch. Und ich finde, können Sie ein gutes Geschäft machen, die können Sie für 5 oder auch 10 € verkaufen oder Sie sind einfach mal der Held des Tages und verteilen die kostenlos. Ich denke, bei 2,76 € ist das auch mal ein Geschenk, das man gerne machen kann. Und die anderen werden sehr, sehr glücklich sein, weil sie sehen auf Knopfdruck einfach den Ventilator, keine Verletzungsgefahr und einfach nur die frische Luft, wann immer ich die brauche. Also ich bin Fan von diesem Ventilator. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die uns helfen, diese Hitze wunderbar zu ertragen und uns wirklich gut zu fühlen, auch wenn es mal richtig heiß ist. Jetzt ist man outdoor unterwegs, das kennen wir alle, und haben dann auch wieder dieses Hitzegefühl. Ich weiß noch, ich erinnere mich jetzt mal an meine Kindheit. Wir hatten mal, also ich bin am Kaiserstuhl aufgewachsen, da war so irgendeine Parade zum Jubiläum des Ortes. Und da sind wir als kleine Kinder, sind wir da mitgelaufen. Es hatte damals auch über 30 Grad. Und die Eltern, die Mütter waren um uns herum und hatten solche kleinen Erfrischungstücher. Ja, die haben sie uns dann die Stirn abgetatscht und ja, das hielt eine Minute, kurze Kühlung, dann war es wieder unglaublich heiß. Und so kennen wir das alle auch mit Taschentüchern zum Beispiel, die man dann mal nass macht in dem Brunnen oder an dem Bach und sich ins Genick legt oder auf die Stirn. Aber ich habe hier jetzt ein Tuch, das mich komplett begeistert. Hier ein Multifunktionstuch, das ist 1,10 Meter mal 35 Zentimeter groß. Und das hat jetzt etwas, wovon ich nicht mal weiß, wie es funktioniert. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sein, ich habe die Technik noch nicht durchschaut, aber ich habe es jetzt mehrfach ausprobiert und ich bin komplett begeistert. Jetzt brauche ich irgendwoher Wasser. Das kann Brunnen sein, das kann Ihr Leitungswasser sein, das kann der nächste Bach sein. Und mach mein Tuch nass. Genau so. Richtig nass machen, schön einnässen und ringe es danach aus. Und das würde jetzt auch beim ganz normalen Stoffpapier-Taschentuch oder Stofftaschentuch würde das jetzt im ersten Moment auch funktionieren. Jetzt kann ich hiermit meine Stirn oder irgendwelche Körperpartien abkühlen. Ja, nur das Problem ist, bei einem Papier oder bei einem Taschentuch wäre dieser Kühleffekt bei dieser Hitze nach wenigen Sekunden oder sagen wir 1-2 Minuten wieder verflogen. Hier ist das jetzt ganz anders. Jetzt noch leicht schütteln. So, und jetzt hat das eine Eigenkühlfunktion durch dieses Wasser. Und wenn wir das jetzt auf die Haut legen, merken wir schon mal einen riesen Temperaturunterschied. Wir können uns kühlen. Und dieser Unterschied hält jetzt je nach Hitze und je nach Sonneneinstrahlung 2 bis 4 Stunden an. Also gerade wenn ich
auf Wanderungen bin, lege ich mir das vielleicht mal kurz auf den Kopf, um die Schulter oder ähnliches. Bei Sportveranstaltungen, vielleicht wenn ich ja ein bisschen eine leichte Verletzung habe an den Beinen, lege ich es darum, um es zu kühlen. Oder ganz einfach, viele sagen dann, oh, meine Füße tun mir so weh bei den Hitzen. Dann, bei der Hitze, dann wickeln sie es kurz um die Waden. Diese Kühlwirkung, die hier 2 bis 4 Stunden, also 4 Stunden, wenn sie leicht schattig unterwegs sind, wenn sie in der prallen Sonne unterwegs sind, wird es dann eher in die Richtung 2 Stunden gehen. Aber das ist eine enorme Wirkung. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie diese Technik funktioniert. Gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass es funktioniert. Es ist ein Kühlergebnis, welches man nicht erwartet. Ja? Wobei die Temperatur des Wassers übrigens egal ist. Natürlich kein kochendes Wasser. Aber auch wenn so ein Brunnen jetzt im Sommer mal 30 Grad hat, ganz, ganz egal. Einfach eintauchen, ausringen und dann haben Sie über Stunden ein kühlendes Tuch. Gerade mit Kindern, wenn man mit denen unterwegs ist, hervorragend. Oder für Sie selber dann einfach mal in den Nacken legen oder über die Schultern. Oder gar, ich könnte da auch ein kleines Stirnband draus machen und mich dann auch noch mal abkühlen. Es ist phänomenal. Ich habe selten ein solches Tuch gesehen. Ich habe es noch nie vorher gesehen, bevor ich es hier bei Pearl kennengelernt habe. Und Sie werden es auch lieben lernen. Und was ich auch schön finde, gerade wenn ich auf Wanderung gehe, ja, das ist ja klein und handlich. Es nimmt eben nicht mehr Platz weg, das ist Mikrofaser, nicht mehr Platz weg als ein Taschentuch. Und wenn es mir dann zu warm wird, dann gehe ich einfach an den nächsten Brunnen, an den nächsten Bach, den ich sehe, mache das nass, ringe es aus und lege es mir um die Schultern oder auf zu heiße Körperpartien. Die Bestellnummer hier, die NX1306 und die 569. Und Sie sehen jetzt auch, dass Kühlung nicht immer viel Geld kosten muss. 4,66 Euro. Jetzt hatten wir also wirklich 3 tolle hier Kleinigkeiten, die ich jederzeit mitnehmen kann. Den Kugelschreiber, den blauen Taschenventilator oder jetzt natürlich dieses kühlende Tuch, was sensationell funktioniert. Also ich habe mir, als ich es zum ersten Mal in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, wie jetzt kalt mit Wasser. Ja, und habe es mir dann auf den Arm gelegt und man kriegt dann sogar so eine leichte Gänsehaut. Ja. Also es ist wirklich enorm, wie das wirkt. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Art der Kühlung, obwohl das ähnlich funktioniert mit Wasser und mit Verdunstung. Denn hier, jetzt haben wir noch Verdunstungsluftkühler für Sie und das auch in verschiedenen Größen. Hier habe ich meinen kleinsten dabei, der jetzt hier ganz einfach mobil einsetzbar ist. Wir sehen hier ein Ventilatorfach, das ich jetzt auch jederzeit einstellen kann, in welche Richtung der Ventilator gehen soll und kann hier jetzt per Einschalten zwischen 2 Ventilationsstufen, also einmal Low, also leicht, oder dann auch stärker wählen. Jetzt merken wir schon einen gefühlten Temperaturunterschied allein durch den Ventilator. Wenn wir uns davon jetzt anpusten lassen, dann ist das schon mal sehr, sehr angenehm. Das hatten wir gerade eben auch bei der Ventilationstechnik von Kugelschreiber und Mini-Ventilator. Hier kommen wir jetzt aber noch zu was anderem dazu. Wenn wir hier unten reinschauen, sehen wir, hier ist ein Wassertank. Das fülle ich einfach mit Wasser. Und jetzt wird, sobald ich hier die Taste drücke mit dem Eissymbol, wird die Verdunstungsluftkühlung eingesetzt. Das heißt, hier hinten, hier ist bei diesem Gerät nicht sichtbar, aber hier im Inneren ist eine Wabenstruktur, über die jetzt das Wasser verteilt wird. Und dieses Wasser wird hauchdünn verteilt, verdunstet und bei der Verdunstung entsteht die sogenannte Verdunstungskälte. Das ist ein physikalisches Grundgesetz, was also keine Diskussionsgrundlage ist, sondern immer funktioniert. Und die Physik ist eigentlich bei all diesen Geräten, die ich Ihnen jetzt in der Folge vorstelle, immer das Gleiche. Beim Aggregatzustandwechsel von Flüssigkeiten, also jetzt haben wir hier Wasser, hier geht es um Leitungswasser, entsteht beim Wechsel, also 3 Aggregatzustände gibt es bei Wasser. Es gibt das Feste, also Eis, es gibt dann flüssig, Normalzustand und es gibt gasförmig. Und jetzt wird ja hier der Aggregatzustand von flüssig auf gasförmig gewechselt. Und zwar im Gerät über eine große Fläche. Und dann wird physikalisch gesehen bei diesem Wechsel Wärme entzogen. Und dieser Wärmeentzug hat im Umkehrschluss zur Folge, dass genau an Ort und Stelle kältere Temperaturen herrschen. Das sind um 3 bis 5 Grad kältere Temperaturen und die werden jetzt durch den Ventilator nach vorne
verteilt. Das ist das Prinzip eines Verdunstungsluftkühlers, was hier aber hervorragend funktioniert. Der ist jetzt für eine Person, aber ich kann ihn auch mitnehmen auf die Terrasse, weil ich hatte ihn ja vorhin schon mal gedreht, mache ich auch gerne nochmal. Wir haben hier ein akkubetriebenes Gerät, natürlich Netzanschluss, Netzkabel auch dabei. Ich kann das auch auf dem Schreibtisch unter Dauerstrom benutzen, aber ich kann auch die einfach raus aus der Steckdose und kann dann mit rausnehmen und hier der Akku reicht für bis zu 4 Stunden Kühle. Und dann stelle ich das einfach vor mich und das ist auch so eine schöne Sache bei Verdunstungsluftkühler. Die kann ich ruhig mal mir ins Gesicht pusten lassen und habe dann einen gefühlten Temperaturunterschied von wirklich bis zu 10 Grad. Also realistischer Temperaturunterschied, den man auch messen kann, ist bei 3 bis 5 Grad. Aber gefühlt sind das gerne mal 10 Grad Temperaturunterschied, weil ja noch die bewegte Luft dazukommt. Und das ist eben das, was ich oftmals brauche. Vielleicht am Schreibtisch, vielleicht auch draußen auf der Terrasse, weil ich bin ja hier mobil, kann es auch gerne mitnehmen in Campingurlaub und im Campingwagen, also im Wohnwagen oder im Wohnmobil, auch gerne mal benutzen. 37,91 Euro, wie ich finde, ein sehr, sehr fairer Preis für diese Technologie. Und wirksam ist es, das haben wir alle schon gemerkt. Ich werde Ihnen auch nachher ein paar Beispiele noch sagen, wo Sie das schon mal gemerkt oder gesehen haben. Die Bestellnummer ist die NC 5771 und die 569, der Preis 37,91 Euro. So, wer jetzt sagt, ja, okay, Verdunstungsluftkühlung ist eine tolle Sache, aber ich möchte das doch ein bisschen größer. Dann habe ich jetzt auch noch zwei größere Modelle für Sie. Einmal unser kleinsten unter den großen und Sie sehen gleich, der ist natürlich mobil. Was ich nur brauche bei einem Verdunstungsluftkühler ist eine Steckdose. Wo die ist, ist komplett egal. Hier sehen wir was ganz, ganz Wichtiges. Noch sind unsere Verdunstungsluftkühler lieferbar. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Wir haben jetzt so knappe 10, 12 Tage schon diese andauernde Hitze und es soll auch noch länger so gehen. Und je länger es heiß ist, desto mehr gehen wir Richtung Ausverkauf. So, jetzt aber kurz ein Wort, bevor wir von diesen größeren, die jetzt für Räume geeignet sind, von diesen größeren Verdunstungsluftkühlern reden. Wenn Sie jetzt zu Hause Temperaturen von 35 bis 40 Grad haben, ja, und das auch noch im Dachgeschoss oder ähnliches, dann wird Ihnen ein Verdunstungsluftkühler nicht helfen. Dann brauchen Sie eine Klimaanlage, weil mit der können Sie dann wirklich um 10, 15, vielleicht auch 20 Grad herunterkühlen und diese Räume dann auf moderate Temperatur bringen. Wenn Sie jetzt aber einen Raum haben, wo Sie sagen, ja, diese gefühlte Erfrischung, wenn ich davor sitze, von bis zu 10 Grad und die realistische, die wirkliche Kühlung um 3 bis 5 Grad reicht mir vollkommen aus, dann sind Sie bei Verdunstungsluftkühlern und dann haben wir viele, viele Vorteile im Vergleich zur Klimaanlage. Erstens mal die Mobilität, weil Sie wissen, bei Monoblock-Klimaanlagen, das ist das, was man für zu Hause hat, brauche ich immer einen Abluftschlauch, der irgendwo nach außen gelegt werden muss. Und dementsprechend kann ich diese Geräte, diese Klimaanlagen nur an Außenwänden benutzen. Dem Verdunstungsluftkühler ist egal, wo er steht. Der kann an der Innenwand, der kann in geschlossenen Räumen, wenn Sie zum Beispiel ein fensterloses Bad haben oder so, eingesetzt werden. Sie sehen, hier brauchen wir keinen Abluftschlauch. Hier haben wir jetzt auch nochmal einen großzügigen Ventilator in 3 Stufen einzuschalten. Den kann ich schon alleine nutzen und habe dadurch schon diese Kühlfunktion. Swing-Funktion noch dazu. Das heißt, diese Lamellen bewegen sich langsam von links nach rechts, sehen Sie es jetzt, und verteilen so diese bewegte Luft im ganzen Raum. Und wenn ich jetzt die Verdunstungsluftkühlung einschalte, hier, dann geht es nicht nur um gefühlte Kühlung, sondern um realistische Kühlung, die auch mit dem Thermometer jederzeit nachzumessen ist. Hier vorne ist die Luft dann 3 bis 5 Grad kühler, als sie hier nebendran ist. Und jetzt geht es nochmal um Verdunstungsluftkühler, weil es gibt immer noch Leute, die sagen, geht doch nicht. Ja? Also nochmal, es ist ein physikalisches Naturgesetz. Da gibt es auch gar keine Diskussion, ob das funktioniert oder nicht. Es geht immer. Beim Aggregatwechsel von Flüssigkeiten wird Wärme entzogen. Wir sehen das ganz, ganz extrem, wenn Sie mal eine Gasflasche irgendwo gesehen haben mit Flüssiggas. Ja, das kann Lachgas sein, das kann Propangas sein, Flüssiggas. Und das wird benutzt. Ja, dann wird es ja auch in der Flasche praktisch umgewandelt. Aggregatzustand dann zu gasförmig. Und dann sieht man oftmals Gasflaschen, die komplett vereist sind.
sind und das im Hochsommer. Haben Sie sicher nicht schon gesehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das Zweite, da bin ich mir zu 100% sicher, dass das jeder schon mal erlebt hat. Er ist im Wasser, im Schwimmbad. Wir haben ja jetzt wie diese Woche 33 Grad. Sie kommen aus dem Wasser und fangen an zu frieren. Bei 33 Grad und Sonne friert man nicht. Das liegt ganz einfach an der Verdunstung des Restwassers auf Ihrer Haut. Das verdunstet sofort und dadurch wird hier auf der Haut direkt Wärme entzogen. Und dieser Wärmeentzug heißt Gänsehaut auf Ihrer Haut. Wenn man sich abtrocknet, ist das sofort wieder weg. Also hier unser kleiner mit 65 Watt Stromverbrauch. Das ist auch noch ein Riesenvorteil im Vergleich zur Klimaanlage. Den bekommen Sie mit der Bestellnummer NX1302 und der 569 und der Preis 66,41 €. Sofort lieferbar. Und was wir hier sehen, ist auch noch was ganz, ganz Wichtiges. Auch die Haustiere fühlen sich natürlich erheblich wohler, wenn sie sich irgendwo eine Kühloase haben. Wenn Sie Hund oder Katze zu Hause haben, dann werden Sie wissen, dass die sich jetzt in den Tagen irgendwo verkriechen in der letzten Ecke und höchstens mal zum Fressen sich bewegen. Und wenn man dann Gassi gehen will mit einem Hund, dann fängt der Hund an zu rebellieren, will gar nicht vor die Tür, weil es ihm auch viel zu heiß ist. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Modell heute in der Sendung. Das ist unser beliebtester Verdunstungsluftkühler, unser Design-Verdunstungsluftkühler. Sie sehen, der sieht schon richtig toll aus. Den kann ich auch gerne mal im Büro oder in Warteräumen oder auch Wohnzimmer oder Schlafzimmer einsetzen. Auch hier großzügige Ventilation. Jetzt haben wir einen großen Unterschied, und zwar schon allein von der Wassermenge, die hier verdunstet wird. Hier sind wir jetzt bei 170 Milliliter pro Stunde. Das heißt, hier wird mehr Wasser verdunstet als bei diesem und dementsprechend habe ich eine andauernde, immer größere Kühlleistung und kann hiermit jetzt auch größere Räume, also das hier würde ich jetzt sagen, kleine Büroräume oder unterm Schreibtisch, mal um die Füße zu kühlen, oder wenn ich direkt davor sitze, dann ist die Raumgröße egal. Dann ist das richtig, aber wenn ich jetzt ganze Räume ein bisschen abkühlen will, vielleicht auch das Schlafzimmer oder auch im Wohnzimmer, dann ist das hier der richtige. Ebenfalls nur 65 Watt Energiebedarf, das heißt auch sehr, sehr stromsparend. Und dieser Design-Luftkühler, der beinhaltet aber noch viel, viel mehr. Einmal natürlich Ventilation mit der Swing-Funktion in 3 Stufen. Alles mit der Fernbedienung zu bedienen, die habe ich jetzt hier drauf liegen, die gehört zu diesem Gerät. Dann natürlich die Verdunstungsluftkühlung, jederzeit einschaltbar. Hier haben wir auch noch eine Timer-Funktion, das ist vielleicht auch wichtig für Sie, wenn Sie den Verdunstungsluftkühler im Schlafzimmer benutzen wollen, dann einfach mal, wenn Sie ins Bett gehen, einstellen, auf 2 Stunden zum Beispiel, da schlafen Sie ja schon lang und dann haben Sie eine moderate Temperatur erreicht. Hier noch weitere Optionen, zum Beispiel einen Ionisator, den erkennen wir jetzt links an dem Bäumchen, das da drauf ist. Das steht immer für gute Luft. Und diese gute Luft wird hier erzeugt durch eben diesen Ionisator, der Anionen im Raum verteilt und damit Gerüche zum Beispiel neutralisiert, aber auch Viren, Bakterien oder auch Pollen bekämpft. Pollen auch ein ganz wichtiges Thema. Mittlerweile über 8 Millionen Heuschnupfenallergiker in Deutschland, das heißt jeder 10. Hier kann ich mir zu Hause auch eine pollenfreie Zone schaffen. Und die letzte Option, und die macht es jetzt letztendlich unseren Design-Luftkühler zum Ganzjahresprodukt, ist ein Luftbefeuchter. Und das ist gerade vielleicht wichtig in der trockenen Zeit, und das ist die Heizperiode. Da kennen wir das alles, wird zu trocken. Die Haustiere haben trockene Nasen, wir haben trockene Haut. Und die Pflanzen, die ich vielleicht vom Sommer her reingeholt habe, weil sie draußen nicht überleben würden, die werden plötzlich braun, obwohl ich sie genügend gieße. Das kann natürlich dann auch an der zu niedrigen Luftfeuchtigkeit liegen. Die kann ich hier ganz einfach auf Knopfdruck ohne Kühlfunktion erhöhen. Und das macht dieses Gerät zu einem Ganzjahresprodukt. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum unser Design-Luftkühler so unglaublich beliebt ist. Hier sehen Sie es, Gerüche werden beseitigt, Fasern werden aus der Luft gefiltert, der Staub wird rausgefiltert, Pollen, Viren, Bakterien. Und wenn ich dann noch die Luftkühlung eingeschaltet habe, dann kommt vorne gekühlte, gereinigte Luft heraus. Der kostet gerade mal 113,91 € und ist unglaublich beliebt bei uns. Deshalb wird das wahrscheinlich wieder der erste sein, der hier bei uns ausverkauft ist. Die Bestellnummer für unseren Design-Luftkühler ist die NX1308 und die 569.
Auch hier nochmal erwähnt, weil das ist ganz, ganz wichtig, im Moment lieferbar. Das heißt, er ist innerhalb von 2, 3 Werktagen bei Ihnen und dann können Sie das wirklich in Kauf nehmen. Hier übrigens auch kein Problem, wenn man mal ganz warm ist und man stellt die Verdunstungsluftkühlung ein und setzt sich oder stellt sich dann mal vor den gekühlten Strahl. Bei einer Klimaanlage ist das sehr, sehr gefährlich, weil da 15, 20 Grad Temperaturunterschied sind und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man am nächsten Tag mit Erkältung im Bett liegt. Das kann bei Verdunstungsluftkühlern nicht passieren, weil natürlich nur ein moderater Temperaturunterschied ist von 3 bis maximal 5 Grad und dadurch werde ich nicht erkältet sein, sondern es ist einfach die frische Meeresbrise, die ich mir auf Knopfdruck halte. Und das frische Meeresbrise ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal am Meer waren. Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Mai am Meer war, also noch gar nicht so lange her. Da hatten wir Spitzenwerte von bis zu 38 Grad, aber die waren fühlbar eigentlich gar nicht so da, weil eben direkt am Meer immer diese kühle Brise vom Meer kommt. Und dann werden solche Temperaturen auch absolut erträglich. Und genau diese kühle Meeresbrise, die können Sie sich jetzt auf Knopfdruck holen. Und hier ein Beitrag, den lesen wir gerade unten aus Freiburg. Vielen Dank dafür. Ich kann das Produkt zu 100% weiterempfehlen. Und das sagen viele unserer Zuschauer. Unter 115 Euro der Preis, also da kann man überhaupt nichts sagen, weil eine richtige Nachtruhe auch, vielleicht waren Sie auch die letzten Nächte relativ schlaflos wegen diesen Temperaturen, die ist eigentlich unbezahlbar. Hier knapp über 113 Euro mit der Bestellnummer NX1308 und der 569. So, Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, die Hitze erträglich zu machen und den Sommer zu genießen. Ich hatte viele Produkte hier, 4 davon waren unter 5 Euro, also die Ventilatoren und natürlich auch das Kühltuch. Und wenn Sie dann sagen, okay, aber nicht nur unterwegs, sondern auch zu Hause, dann sind natürlich unsere Verdunstungsluftkühler das Richtige. Genießen Sie den Sommer.